Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3, die DLCs. Wir machen weiter mit der Testeinheit. Hier waren wir auch schon, da weiß ich, dass ich den Wagen mal genommen habe oder daran vorbeigefahren bin. Wir fangen erstmal an. Das Part haben wir das Raketensilo gemacht und das Prototyp-Labor. Und jetzt machen wir ja, die Testeinheit, die heißt doch so. Wenn wir auf die Karte gucken. Ne, das Spiel crasht sogar. Oder? Okay, nee, ist einfach nur wieder, dass es nicht richtig lädt. Also es hängt auch so ein bisschen, aber nicht komplett. Was sollen wir denn hier machen? Okay, das ist eine Weltkarte. Das ist halt Laborräume. Ganz viel Kleingeld, was hier rumliegt. Ich meine, gut. Warum nicht? Hier ist auf jeden Fall Soldaten. Wir können hier runterfallen oder wir können hier auch... Okay, wir... Egal, ob wir runterfallen, wir können ja sowieso hoch. Sind auf jeden Fall Käfige. Da sind Menschen drin. Menschenversuche. Kann natürlich sein. Testeinheit. Was man so, wenn man so ein bisschen weiter Weltkriegslore, sage ich mal, zu den Tests, die die Japaner gemacht haben, möchte man, glaube ich, gar nicht wissen, was hier passiert ist. Wie hieß das? Unit 935 oder sowas? Am besten nicht googeln. Ah, genau. Dann gehen wir mal runter. Weitere Käfige mit einem Haufen Knochen. Vögel. Munition, die einfach im Raum liegt. Also, weil, also die liegt halt nicht auf dem Boden, sondern stand halt so seitwärts im Raum. Denk mal, wir behalten aber mal die Waffe hier, falls es Stealth wird. Ich bin der Meinung, ich habe das aber damals, also ich weiß nicht, ob ich die gespielt habe, aber ich meine, diese verschollene Expedition habe ich gespielt. Die sagen mir auf jeden Fall was. Also das Logo habe ich gesehen und habe es direkt erkannt. Monkey Business weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Köcher Hunde. Das heißt, eventuell keine Menschenversuche, sondern Tierversuche. Die wurden einfach eingesperrt, weil lol. Junge, Geld, ey. Was soll ich denn damit? Ich meine, ich nehme es mit. Ich habe mich mal kurz, weil hier liegt sowieso ein Medkit und ich habe mir fällt da ein Quadrat, weil ich mal wieder dumm gefahren bin. Okay, da kann ich leider nicht einfach durchschießen. Oder Doggo. Ja, wir dürfen sehen. Und so fällt der Finger ja schon, stimmt. Ja, ich spamme leer schon. Ging voll in die Fresse. Aua. Armer Doggo. Unser Tattoo ist natürlich auch kaputt. Also müsste ja theoretisch kaputt sein, ne? Wenn die Haut zerbissen ist, wie funktioniert das nicht, wenn man eine Narbe ein Tattoo hat? Ich bin ja kein Tattoo-Träger, aber meine Haut geht schnell kaputt. Wird das funktionieren? Also ist dann das Tattoo auch falsch kaputt? Oder da ist ja Farbe drin, wenn die Haut dann weg ist und dann nachwächst, ist die Farbe dann ja auch weg. Also ja, verstehe ich nicht so ganz. Okay, also auf jeden Fall Hunde. Das heißt, theoretisch kann ich aber das Ding jetzt ziehen. Können die alle niedersprayen. Könnte ja sein, dass hier noch Menschen sind. Oder Ratte. Hier ist Blut. Da ist nichts. Da sind Ratten. Da ist hier das Symbol. Keine Ahnung, was das ist. Könnte vielleicht von der Einheit hier sein, die hier stationiert war. Oder Ratten. Das sind aber andere Hunde. Das waren ja wilde Hunde, das sind ja gezähmt. Vielleicht gibt es hier doch noch Menschen. Ich nehme von den Bushmen, die sind das Beste aus zwei Welten. Das ist ja schwer gedämpft. Aber hat mehr Durchschlagskraft als die Kleine. Der sieht irgendwie ziemlich groß aus. Puppenkopf. Irgendwo sind hier Schlangen, das gefällt mir nicht.
Ist hier viel Loot. Also eigentlich hoffe ich ein bisschen mehr auf Lore. Und dass die mit AKs kämpfen, wenn das Zweite Weltkrieg ist, weiß ich nicht. Gibba, du. Habe ich ja auch schon gerade nicht getroffen. Bahnschützer. Oh, war hier ein Safehouse-Ding oder was? Sieht was so aus. Hallo, leben sie noch? Anscheinend nicht. Da ist nichts, da ist nichts. Dann Ratten. Okay, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Diese Mistratten, ey. Ich habe Angst, dass hier welche Viecher sind. Okay, da vorne ist gerade umgefallen. Ist das so ein creepy Zeug hier? Warum ist hier ein Pirat? Warum sind hier so viele Hunde? Was soll das alles? Was ist über die Safehouse-Türen, also die Außenposttüren? Da ist ein Bär. Raus hier, okay. Hätte ich das gar nicht machen sollen? Ich finde einen Weg, das Labor zu verlassen. Ich bin auf dem Weg. Okay. Okay, das war jetzt ernüchternd, muss ich gestehen. Ich habe mehr erwartet. Also vor allen Dingen, wenn da ist so, ich dachte so ein Bär, okay, kommt jetzt noch ein Trakt, wo ganz viele Bären rumlaufen, aber nein. Keinen einzigen. Also beziehungsweise der einzige war das. Und dann ab nach Bad Town und Monkey Business anfangen. Und dann lernen wir Herc kennen. Den kennen wir schon von den Briefen, die wir eingesammelt haben. Der hat ja 4 Stück Zweckentfremde, um über seine Affen zu erzählen. Hi. Hallo. Ach ja, das Menü mag ja wieder mal nicht. Ich hoffe, ich komme noch raus. Aus dem schwarzen Bildschirm. Okay, ich mache mal kurz eine Unterbrechung. Obwohl, es lädt gerade. Fängt es sich? Ich mache eine Unterbrechung. So, das Spiel ist nicht mehr gefangen, ich muss es beenden und neu starten. Wir sind jetzt hier in Bad Town. Jason? Hallo? Das ist Jason, ja? Hallo? Wer ist da? Mann, ich glaube, ich habe hier den Falschen. Ich suche nach Jason. Ist er irgendwie da? Noch? Ist Jason in der Nähe? Wer ist da? Hörg, Mann! Jason kennt mich noch nicht, aber ich brauche etwas Hilfe, wenn er interessiert ist. Ich sende meine Position. Sag ihm Bescheid, okay? Ich bin glücklich. Okay, sprich mit Herc. Wo ist er? Dreckige Diamanten. Ist das hier drin? Keine Ahnung. Was ist auf der Karte? Monkey See, Monkey Boom. Okay, natürlich. Wir müssen hier hingehen, um dann woanders hingeleitet zu werden. Ich meine, klar, ich muss irgendwo starten. Aber dann... Weiß ich auch nicht, wie man es am besten gemacht hätte. Ach Mist, ich habe noch nicht die Prozessoren wieder angepasst. Ja, mach ich mal kurz. Hab mich schon gefragt, warum das jetzt so laggy läuft. Weil es doch schöner, wenn es mit mehr Frames läuft. Und kaum Prozessor angepasst, passt auch weiter. Ich habe auch gar nicht getestet, ob es vielleicht mit 2 sogar noch besser laufen würde. Aber, ja. Ich habe das Spiel doch empfohlen, wie 4 oder habe ich es online gelesen? Also kann sein, dass empfohlen wurde. Ansonsten, ich habe mal 4 Stück genommen, weil. Das war für damals vielleicht das normal. Ich habe damals immer noch 4-Kern-CPU gespielt. So mit 4 Kernen, 8 Threads dann. Und so funktioniert es jetzt aktuell auch, hoffe ich. So, wir machen weiter mit Monkey Business. Wo ich halt nur dachte, das ist ein Online-Multiplayer, aber nein, der hat dann schon eine Story. Ich meine, das Symbol kommt mir auch bekannt vor, aber ich meine, ich habe die nie gespielt. Also ich dachte irgendwie so, was ist das? Was soll ich da tun? Aber. Ich glaube nicht, dass ich so blöd war. Also, ist natürlich echt lang her. Ich habe mich auch das meiste nicht erinnern können vom Spiel. Da kann natürlich sein, dass sie tatsächlich. Moment, ich kann doch fliegen, ne? Dann möchte ich so. Bonjour, mon petit chéri. Ist mit Style gelandet. Hey, ich bin Jason. Suchst du nach mir? Wunderbar, Herc. Hallo. Ist das eine Abkürzung für Herkules oder so? Nee, Mann, meine Eltern waren Pazifisten.
Oh, scheiße. Oh, nein, nein, nein. Wo ist Coco, Mann? Wegen dir habe ich Coco verloren. Wer? Coco. Makakenäffchen, ungefähr so groß. Trägt eine Weste. Mit etwa einem Pfund C4 drin. Du bewaffnest einen Affen mit C4? Die Navy tat's mit Delfinen. Die Russen taten es mit Hunden während des Zweiten Weltkriegs. Haben's aber verkackt. Hatten keine deutschen Panzer zum Üben. Also brachten sie ihn bei, unter die eigenen Panzer zu kriechen. Das ist witzig, oder? Und du machst dasselbe mit Affen. Oh, na. Ich hab gedacht, ich überlasse Coco die Drecksarbeit, aber das war wohl nichts, hm? Ich muss das entschärfen. Den Sprengstoff? Nein. Ich meine Coco. Wenn er bei den anderen Äffchen explodiert, bekommen die Kerlchen doch Schiss. Die Lunte brennt! Hm. Ah, ja, komm, Dios, kleiner Freund. Nein! Warte! Da ist er ja! Oh Mann, er hat wohl die Weste ausgezogen. Das ist wunderbar. Also, ich habe jedenfalls Arbeit für dich. Okay. Ja, die Piraten haben Diamanten aus dem Boa-Sico-Konflikt bekommen, doch unsere Rebellen, Freunde, brauchen sie dringender, korrekt? Ja, Irakiat könnten sie gegen Vorräte tauschen. Ich habe bereits Snowflake und Bubbles 2 rausgeschickt, aber sie werden vermisst. Das war mir klar. Also musst du in diesen alten Tempel und dir die Diamanten schnappen. Boa Seco oder Boa Seco, das war doch ein Level, das war ein Level von Teil 2. Ah, ich hab's dann Affen tatsächlich getötet. Okay, gut, noch einmal kurz einen Cut. Sensors meckert die Uhr wieder rum, dass ich nicht stehe. So, weiter geht's. Wir haben seinen Affen getötet, was ich wahrscheinlich eigentlich nicht so gut finden sollte. Den Tempel, genau, also den habe ich ja, glaube ich, hatte ich da schon mal eine Mission? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe den schon auf der Karte und dachte mir so, was ist denn da? Kann das nicht sein, dass hier eine Mission war? Habe ich auch nicht mehr ganz im Kopf, muss ich gestehen. Ja, hast du einen Affen getötet. Ich habe Coco getötet. RIP. Aber er wurde als Fan angezeigt und ich wollte Affen erschießen, weil ich kein großer Fan von Affen bin. Wahrscheinlich sind hier dann aber wieder Leutchen, ne? War hier den Tempel. Gleich jetzt noch mehr Stealthy machen können, aber das ist nicht so wichtig, will. Fuck, das war nicht mein Plan. Ja, okay, es klappt nicht so, die rauszulocken und wegzuspringen. Okay, ich schmeiß die immer dagegen die Wand. Nicht so hilfreich, muss ich sagen. Den klapp ich mir vor. Was war hier? Halt zum Interagieren. Was habe ich hier gemacht? Okay, ich hätte hier die Granate kochen sollen tatsächlich. Das ist nicht mein Planspiel. Bumm. Ich bin hier, hallo. Mist. Und du bist tot. Hör auf zu reden.
Ich glaube, ich hätte die größte Sniper-Freund. So. Erste Mission. Also ich denke mal, die könnte schon geschafft sein, bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall schon mal vor Rennen geschritten. Also da oben war was, ne? Aber ich glaube, hier waren wir tatsächlich geil. Das ist wahrscheinlich nur ein Bereich für den DLC. Hier könnte ich hoch. Oh, ne, könnte ich nicht hoch, da kann ich nur runter. Hier kann ich hoch. Also ich würde hier auf jeden Fall noch was Loot mitnehmen, weil wenn es hier schon liegt und wir gerade sowieso hier sind, dann kann es ja nicht schaden, ne? Und dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Munition zurück. AP brauchen wir tatsächlich nicht. Okay, da ist noch ein Sniper am Turm. Okay, war ein Kopfschuss. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen. Aber gut. Wenn das Spiel sagt, es war ein Kopfschuss, dann war es wohl auch einer. Ja, Nachladenspiel. So. Mal alles aufgefüllt. Wo haben wir denn unser Loot hier? Also hier ist erstmal gehängt da. Das ist schon mal nicht so schön für ihn. Dann haben wir hier noch ein bisschen Loot. Hier haben wir einfach ein random Loch in den Tunnel gebohrt. Ich meine, wenn die das unbedingt wollen, wer bin ich hier zu judgen? Ist die Frage, wie wir jetzt weiterkommen. Hey, wäre ein alternativer Weg rein gewesen. Okay, ich soll da auf jeden Fall hoch, das verstehe ich schon mal. Hier ist, glaube ich, nur zum Rausschießen das gedacht. Aha, aha. Das war nicht mein Planspiel, ich wollte hier runter. Ich hasse Schlangen übrigens. Vor allem im Spiel hier. Wahrscheinlich hier hoch einfach und dann einfach hier hoch. Ja, genau, das sieht richtig aus. Dann hier nochmal ranspringen. So, danke fürs Klettern. Da ist der Sniper. Warum ist der Diamant blau? Wollte Diamanten. Okay, könnt ihr noch looten? Ja. Lichter aus dem Tempel. Okay. Theoretisch hätte ich aber fliegen können, ne? Hätte ich wahrscheinlich keinen Falscher angenommen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt das Ziel von dem Spiel war. Dass ich den Affen töten kann. Also nicht, dass das Ziel so, dass das überhaupt möglich war, dass das ungewollt eher war, dass ich ihn töten konnte. Weil ist ja sein Affe und warum sollte man den dann lore-technisch töten? Warum steckt mir die ganze Waffe weg und ziehen sie wieder? Das verstehe ich nicht. Hier ist doch nichts in der Nähe, was irgendwie so eine kleine Waffenzone mit Questgebern ist. Ich meine, ich hätte ja theoretisch auf Herc schießen können. Hallo? Herc, ich hab deine Diamanten. Was ist mit Snowflake oder Bubbles 2? Waren die da? Ja, mir geht's gut, danke. Hab keinen Kratzer. Nein, ich fragte, hast du meine Affen gefunden? Ich glaube, da ist eine Störung oder so, Mann. Wenn du mich hören kannst, leg die Diamanten im Versteck ab und greif dir die Belohnung, die da auf dich wartet. Denk dran, Mann. Du bist doch ein Ehrenmann. Ich vertraue dir voll und ganz. Okay, die war vorher auch nicht da. Dreckige Diamanten. 500, okay, vielleicht war das die Belohnung dafür. Deshalb war das auch auf der Karte markiert, aber ich konnte es nicht sehen. Neue Monkey See, Monkey Boom, Mission verfügbar. Gut, wo ist sie denn? Hier unten. Also ich glaube, es gibt zwei Stück hier und zwei Stück unten. Das ist auf jeden Fall bei einem noch am Ende der Story. Das heißt, am Ende der Story im zweiten Bereich halt. So, nur verkauft. Haben wir schon viel zu viel Geld. Ja, eben Körperpanzer. Was anderes noch? Ja, ich kann mich heilen, aber sehe ich gerade nicht ein. Dann bitte einmal die Karte nochmal haben. Dann schon mal in die Richtung gehen. Ob wir jetzt ein Telefonat haben oder nicht, weiß ich nicht. Also Herc scheint auf jeden Fall ein bisschen langsam zu sein, glaube ich, und ein bisschen verrückt auch. Also, oder er. Ja. Verstand er, vielleicht hätte der Sarkasmus einfach, wollte er nicht verstehen. Okay, es sieht nie aus, würde er da sein, das heißt, ich würde hier den Part beenden. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.